Hallo, ich grüße dich. Ich möchte heute ganz gerne mal etwas über diese Phrase sprechen, die wir ja so oft hören, wenn wir uns mit spirituellen Themen beschäftigen, nämlich das Erwachen. Ich habe da immer so ein bisschen meine Probleme mit gehabt, das Erwachen. Das klingt immer so spirituell und so abgehoben. Erwachen bedeutet nichts anderes, als tatsächlich dein authentisches Sein zu leben. Nichts anderes. Und das, was hier oder was wir hier normalerweise leben, ist sozusagen, könnte man sagen, ja, wie in einem Dämmerzustand. Also ein Zustand, der tatsächlich verhangen ist mit Unbewusstheit, Konditionierung, dem, was wir glauben, was wir tun müssen, wie wir zu ticken haben, wie wir zu sein haben. Das ist sozusagen über uns, über unser wahres Sein gelegt wie eine Decke, wie eine Schlafdecke. Und wenn wir die immer mehr wegziehen, diese Decke, dann fangen wir an, aufzuwachen, beziehungsweise dann beginnen wir authentisch zu sein. Und es ist wirklich wichtig, sich nicht von Wörtern abschrecken zu lassen, also Wörtern wie erwachen oder ein anderes Wort wäre erleuchtet sein. Erleuchtet sein bedeutet auch nichts weiter als das Licht der Wahrheit scheinen zu lassen. Und da geht das Licht bei mir gleich aus. Also heißt tatsächlich, ja, dass sozusagen, wie wenn ein Raum, der verdunkelt war, wenn du anfängst, die Vorhänge aufzumachen und die Sonne scheint herein, dann wird dieser Raum erleuchtet. Und auch das ist das, was mit unserem Sein passiert. Wenn wir erleuchtet werden, dass wir sozusagen Licht in unseren Raum, in unser Sein hineinscheinen lassen. Und dann sind wir wach und erleuchtet. Oder auch einfach nur authentisch. Also so viel zu den Begriffen. Und ich finde, das hilft sehr, dass man da nicht Vorurteile aufbaut oder irgendwelche Bedenken hat. Weil, wie gesagt, es sind nur Wörter, die diesen Zustand beschreiben und mehr nicht.